Herzlich willkommen zu einem weiteren Quiz-Video mit der wunderbaren Lisa und dem wunderbaren Sebastian. Die kennt ihr ja vielleicht schon, Dank, Lisa. Wunderbarer Patty. Ja, sehr gerne geschehen. Lisa ist unsere Quizmasterin. Lisa, worum geht's denn heute? Heute widmen wir uns dem Kino der 60er und 70er Jahre. Und ich denke, das kann ganz spannend werden. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und wir haben noch bisschen Dank zu sagen. Möchtest du das übernehmen? Genau, das Quiz hat der liebe Daniel Pfeiffer gemacht. Das ist ein Freund von mir, der ist zu sehen auf meinem Kanal, auch bei dem Video mit der wunderbaren Band Die Ärzte. Heute ist alles wunderbar. Alter, so unglaublich. Alles wunderbar. Das mal einfach ein wunderbarer Tag. Müssen wir das echt mal abgewöhnen. Dein Bandkollege. Mein Bandkollege. Ja, wir hatten früher mal so eine Schrabbelpunk-Band. Der ist auch in dem Let's Play-Video zu dem Spiel auf dem Amiga, was war es noch gleich? Glücksrad zu sehen, genau. Da gibt es auch Ausschnitte von unserer alten Band, also Ausschnitte aus dem Jahr 1996, Schrabbel, Schrabbel. Hörenswert. Und dann nochmal. Doch, echt cool. Schon krass, schon krass. Ja, so genau echter Schrabbel-Deutsch-Punk, drei Akkorde und blablabla. Blöder Starter, scheiß Starter. War das Deutsch-Punk? Das, okay. Und dann halt aus dem Jahr 2019 nochmal eine Aufnahme tatsächlich, wie wir das im Jahr 2019 nochmal spielen, unsere alten Songs. Wir hatten auch selbstgeschriebene Songs, 20 Stück oder so. Darunter sind Klassiker wie Jahr 2010, Samstagnacht oder auch Flieg, Vöglein, Flieg. Schön. Ja. Schön. Aber zurück zu unserem Quiz. Also nochmal herzlichen Dank an Daniel Pfeiffer für diese wunderbaren Fragen. Und was ist das Thema? Beziehungsweise wie ist die erste Frage? Ja, die erste Frage. Thema schon genannt worden. Mhm. Okay. Ja, ja. So, die erste Frage lautet, wer hat die Hauptrolle des Django in dem selbstbetitelten Italo-Western von Sergio Corbucci von 1966 gespielt? Das weiß ich. Na, klasse. A. Des Franco, B. Franco Nero, C. Terence Hill oder D. Robert Woods? Okay, man kann schon mal was aus. Der hat auch bei Django Unchained von Tarantino eine Gastrolle gehabt. Am Tresen, wenn der Leo das erste Mal vorkommt. Okay. Wir haben jetzt neu unsere Tablets, das wurde noch gar nicht erwähnt, oder? Ja, so Tablets haben wir neu. Tablets. Oh, die Tablets. Let's Tablets. Letztes Mal haben wir es ja noch auf Zettelchen geschmiert. Ja, genau. Jetzt haben wir so ein bisschen professioneller. Können wir auch mal zeigen, was wir so aufschreiben. Wir haben genau ein Upgrade bekommen. Ich habe mich umentschieden von B zu A, aber ich bin mir so unsicher. Ich hab A genommen. Was hast du genommen? B. Und B ist richtig. Nein! Du, hättest du es gewusst? Ja, ich hätte es gewusst. Es ist ja allgemein. Ich habe den Film auch schon ein paar Mal gesehen. Ich noch nicht. Mein erster Gedanke, man sollte den ersten Gedanken festhalten. Ach, auch nicht immer. Nee, aber manchmal schon. Manchmal schon. Jetzt das heißt, ist gut gewesen. Wie ist der Stand? Der Stand ist 1:0 für Sebastian. Ja. Yeah. Und wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Wie hieß der erste gemeinsame Film, in dem Bud Spencer und Terence Hill die Hauptrolle spielten? Ist das A, die rechte und die linke Hand? Oder B, Hügel der blutigen Stiefel? Vielleicht C, 4 für ein Ave Maria? Oder D, Gott vergibt Django nie? Aber gute Fragen. Es gibt halt bei Bud Spencer und Terence Hill so viele Filme und es ist so unübersichtlich. Ich glaube, es ist eine Falle. Es ist Wahnsinn. Auf alle Falle ist das eine Falle. Falle, ja. Mann, es ist so traurig, dass ich das nicht so schnippmäßig weiß. Es ist so traurig, aber es ist auch so ein. Dieses Universum von Bud Spencer und Terence Hill ist gigantisch. Also, ich weiß es nicht. Mein erster Impuls war C, aber ich habe D genommen. Aber Maria? Ich habe D genommen. Guck mal, das ist interessant. Ich habe deinen ersten Impuls mir zu Herzen genommen. Kurz noch zur Erläuterung, weil es gibt einen Film, wo beide vorkommen, aber nicht miteinander spielen. Die kommen in unterschiedlichen Szenen. Ja, deswegen Hauptrolle war das Stichwort hier. Oh, hieß es Hauptrolle? Ja, ja. Aber Sebastian, mach dir keine Gedanken, weil Sebastian bekommt den zweiten Puppen. Das war Glück. Das ist doch Schiebung. Das war Glück. Manipulation. Den Trump mache ich jetzt. Das ist hier alles, das ist alles. Aber man müsste das halt dann untersuchen. Ja, genau. So. Die dritte Frage. Wer spielte die Hauptrolle in dem 1972 gedrehten Action-Krimi Blutiger Freitag von Rolf Olsen? Oh, ich glaube, ich weiß es. A, war das Rainer Brandt, war das B, Hans-Joachim Kulekampf, war das C, Raimund Harmsdorf oder D, Brigitte Bardot?
Also. Ist nicht dabei, was ich gedacht habe. Götz George hätte ich zuerst gedacht. Rainer Brandt hat geschauspielert, aber Hauptrolle. Aber wie hieß der Film nochmal ganz kurz? Blutiger Freitag. Mhm. 72 gedreht, Action-Krimi. Brandt hat öfter das mitgespielt. Heißt Kulinnenkampf, oder? Kulinnenkampf, natürlich. Hans Jan Kulinnenkampf. Großartiger Typ. Sag nochmal die Antwort, Michael, bitte. Ich muss nochmal hören. A. Rainer Brandt. B. Hans-Joachim Kulinnenkampf. C. Raimund Harmsdorf. Oder D. Brigitte Bardot. Und wer Regisseur nochmal? Rolf Thiele oder was heißt das? Das war Rolf Olsen. Rolf Olsen, mhm. Dass da die einzige Frau Brigitte Bardot drin ist, das hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil Brandt hat immer so Nebenrollen gespielt und den kann man schon mal ausschließen und dann noch die zwei anderen, der Kulinnenkampf hat doch nur in so Heimatfilmsachen gespielt. Ja, ja. Also wahrscheinlich ist es dann Brigitte Bardot oder der andere Typ. Ich habe mich jetzt mal für dieses Mädel entschieden, Brigitte Bardot. Und leider geht auch der dritte Punkt an Sebastian. Ich war doch jetzt wirklich mal nah dran, ey. Das ist, ich habe jetzt George im Kopf gehabt, da ist der Harmsdorf am nächsten dran vom Typ her. Blamage. Da muss ich hier Supernasen zitieren. Supernasen, wo sie als die Scheichs waren bei diesem Buffet. Und da sagt halt der Typ vom Scheich, Blamage. Das ist ja Blamage, ey. Man muss auch manchmal zu seiner eigenen Inkompetenz stehen. Zu seiner eigenen Inkontinenz muss man stehen. Sowohl als auch ist Patty gut dabei. So, die vierte Frage. Wer spielte den Inspektor bei der Edgar Wallace-Reihe in mindestens drei Filmen? War das A. Joachim Fuchsberger? War das B. Daniel Heldenhaft? C. Eddie Arendt? Oder D. Fritz Eckhardt, ich glaube Eddie Arendt. Ja, das sind danke, alles deutsche Namen. Danke. Was war A? Mindestens drei. Rainer Brandt. Und B? Hans-Joachim, oh Gott, nein. A war Joachim Fuchsberger. B war Daniel Heldenhaft. C Eddie Arendt. Und D Fritz Eckhardt. Mhm. Wir schreiben erstmal und dann können wir kommentieren. Du hast schon geschrieben, du entscheidest dich nicht mehr um. Ich sag, was war Fuchsberger, welche? Das war A. Was war die Frage nochmal, dass er Kommissar? Weil am meisten... Inspektor, am meisten war Eddie Arendt dabei. Aber der eigentlich war, ja. Ich war nicht der Inspektor. Ich habe mich nicht getraut, Eddie Arendt zu nehmen. Ich sag Fuchsberger. Ich sag auch Fuchsberger. Und damit haben wir einen Punkt für beide. Und wer ist Daniel Dingsbums? Keine Ahnung, wahrscheinlich auch. Kommt irgend so ein. Hey, ich habe das ja alles richtig, oder? Ja. Wie viele Fragen sind es denn insgesamt? Es sind insgesamt 15. Okay. Weiter geht's in diesem wunderbar einseitigen Quiz. Dass ich nach vorne gucke, weil die Zettel... Ja, ich auch. Ich muss mich auch konzentrieren, dass ich nach vorne gucke. Ein bisschen weiter. Genau. Mann, Sebastian, aber Glückwunsch. Ich muss sagen, du hast einen Lauf und das ist krass. Finde ich gut. Respekt muss man auf jeden Fall zollen, auch Dankeschön. Wenn ich einen gigantischen Hals auf dich habe und ich am liebsten zerquetschen würde. Das können wir nachher noch machen. Können wir ein extra Video draus machen. Nein, so ein bisschen Kompetition, oder? Sagt man, Competition muss ja sein, so ein bisschen... Ein bisschen Kompetition tut nicht weh. Oder doch, unter Umständen. Ja, wenn man einen Gegner hat, dann muss man das mal machen. Ich bin da kein Gegner, er spielt alleine. So, fünfte Frage. Mit welchem Film wurde der Italo-Western, der sich dann von dem amerikanischen sehr abhob, geboren? A. Zwei glorreiche Halunken. B. Für eine Handvoll Dollar. C. Für eine Kugel aus Gold. D. Drei Särge für eine Kugel. Nochmal bitte die Antwortmöglichkeiten. A. Zwei glorreiche Halunken. B. Für eine Handvoll Dollar. C. Für eine Kugel aus Gold. Oder D. Drei Särge für eine Kugel. Ich glaube, das war der Urknall im Italo-Western. Ich sage B. Ich auch. Und wieder ein Punkt für beide. Mensch, Paddy. Gut. Lustigerweise, als ich habe ja eben erwähnt, dass ich mit Daniel Pfeiffer Glücksrad gespielt habe und da hat er das Quiz schon längst gemacht, da war ein Ergebnis, zwei glorreiche Halunken. Ja, was ja war hier auch eine, cool. Gell? Witzig, gell? Aber das ist ein Spencer Hill-Film, oder? Ich glaube. Nein. Ach, das ist nicht mal. Nee, ich glaube kein Spencer Hill. Zwei glorreiche Halunken ist kein Spencer Hill. Nein. Von einer Handvoll Dollar ist der. Ist auf jeden Fall Eastwood. Ist der Italo-Western, womit es richtig losgeht. Ja, das genau. Das habe ich auch so gedacht.
So, Frage Nummer. Schreibst du auch noch mit hier die Ergebnisse? 6 natürlich. Sehr gut. Wie ist der bürgerliche Name von Terence Hill? Ist das A. Mario Geronimo, B. Mario Girotti, C. Luigi Pistilli oder D. Sergio Garrone? Das ist natürlich Luigi. Wieso hast du das gerade gesagt? Was hast du gesagt gerade? Also, ist egal, ich hab's eh nicht gecheckt. Ich sag, was hast du? B. Ja, auch. Punkt für beide. Ein Glück habe ich nicht zugehört, ey. Ey, aber du hast gewusst. Ja, ich hab's sofort aufgeschrieben. Interessant, ich handle auch mit Autogrammen und so. Ja. Und das sind die alten Autogrammkarten, wo er mit Mario Girotti noch unterschrieben hat. Ach komm, hast du als die Terence Hill Autogramm. Hast du welche da? Hatte ich mal eine. Die hast du weg. Die habe ich dann verkauft. Aus Winnetou-Zeit. Da der bei Winnetou cool. Damit bestimmt auch bei den Nibelungen. Ich habe eine Bravo aus dem Jahr 1966 zu Hause, wo er auch unter dem Namen drin ist und wo jemand einen Leserbrief geschrieben hat. Wie ist denn die Autogrammadresse von Mario? Ja, und das war so der Sunny Boy schon, war genau, schon beliebt, voll, aber noch ultra, nicht der ganz große Frauen, Star. Der war so im Kommen in der Zeit. Ja. Ganz jung noch natürlich, gell? Richtig krass, ja. Schön. Ach, der lebt ja auch noch. Stand März 2021. Asbach, aber er lebt noch, ja. Genau. Daniel Pfeiffer, noch eine kleine Anekdote, hat auch ein Foto mit ihm gemacht. Er hat ihn mal getroffen bei einem Italo-Western-Event. Irgendwo, ich glaube, in Spanien war das. Und dann hat er echt ein Bild gemacht. Als ich in München gewohnt habe, war mal beim Hugendubel mit Bud Spencer. Autogrammstunde. Ja. Da gehe ich mal hin und da war so eine Schlange. Natürlich. Natürlich, der war, ja. Das klar, war echt klar. Übel. Na gut. So, 7. Frage, sehr ähnlich zur 6. Wie ist der bürgerliche Name von Bud Spencer? Ist das A. Arnold Marquis? Spricht man das so aus? Interessante B. Antwort. Carlo Pavagoli? C. Harry Hirsch? Oder D. Carlo Pedersoli? Das ist Harry Hirsch. Oh, Entschuldigung. So, D. Ja. Nee, ich will mal auf die falsche Fährte locken, aber es klappt. Das ist aber auch fies, das ist auch zu obvious einfach. Habe ich bisher alles richtig? Ja, du hast bisher und alles richtig. Ich muss sagen, die Fragen sind gut. Ja, ein Lob an Daniel. Sehr gut. Kommen wir zur Frage Nummer 8. Wie nannte man das in Italien entwickelte Thriller- und Mystery-Genre der 60er und 70er Jahre, in dem zumeist der sprichwörtliche Mörder mit dem schwarzen Handschuh vorkam? War das A. Mysteria, war das B. Giallo, war das C. Giallo oder D. Black Murder Movie, nicht Move. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Noch nie gehört. Kannst du das einmal nochmal vorlesen? Ja. Ja. Mysteria, Giallo, Giallo oder Black Murder Movie. Vielleicht heißt es auch Giallo. Oder Giallo. Da muss man raten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch noch nicht gehört. Vom Feeling her sage ich A. Hast du ein gutes Gefühl? Ich sag C, natürlich ist es A. Kein Punkt für... Oh, erzähl, was ist es? Es ist Giallo. Sag ich ja, vielleicht schaffe ich mal einen Quiz mit allen Fragen richtig. Das wäre cool gewesen. Auf einem guten Weg. Ja. Das wäre gut gewesen. Aber wenn du eine am Ende nicht beantwortet hast, richtig, wäre es auch gut. Lang drüber Lisa, ärgern. Kennst du das, wenn du auf die Uhr guckst, um zu gucken, wie viel Uhr es ist und dann nicht mehr weißt, wie das viel passiert Uhr mir ist? Ständig. Also das passiert gefragt, mir regelmäßig. Wie viele Fragen es sind. Ich habe da nie mehr zugehört. 15. Okay. Ja. Auch geil, wenn man eine Frage stellt und dann die Antwort einfach nicht warum stellt man die Frage dann? Das ist ja total geil. So. Frage Nummer? 9. Oh, 9. Hast du noch eine Chance, Patty? Nee, ach, das habe ich doch lange abgeschrieben. Gerade wenn ich die Frage gerade beantwortet hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen, aber... Welche reale Person inspirierte Tobe Hooper zu seinem 1974 gedrehten Schockfilm The Texas Chainsaw Massacre? War das A. Ed Longsleeve, B. Edgar Holmes, C. Ed Gein, D. Anton Burry? Texas Chainsaw Massacre war ja schon auch so ein Meilenstein-Film, schon so was sehr Spezielles, was so. Aber sehr unappetitlich vom Grundfeeling her. Voll. Aber es war so neu, so ein bisschen. Ja. Das war so Rudolf in den 70ern.
Ja, ja, ich fand den auch, ich kann so Filme gar nicht aber so. Aber bei den Ludolfs muss ich mal an Wrong Turn denken. Da war ich im Kino damals. Wrong Turn, ja, ja, ja. Wrong Turn gibt es auch zweiten Teil. Da gibt es sogar mehr Teile von noch. Ich habe, ja, ja, kann mich noch dran erinnern. Das kam so 2002 oder so, kam der erste drei, raus. Ungefähr. Drei, irgendwie sowas. Vier, ja, ja, ja. Da war okay, im Kino damals. Und da ja, keiner hat den gekannt. Ich erinnere mich noch gut. Ich brauche nochmal die Antwortmöglichkeiten. A. Ed Longsleeve. B. Edgar Holmes. C. Ed Gein. Gain. D. Anton Burry. Also ich sage B. Ich mache feelingmäßig auch B. Und wieder beide falsch, denn es ist Ed Gein. Ed Gein. Ah, nie gehört. Nee, da muss vielleicht habe ich es mal gelesen im Zusammenhang. Ja. Wikipedia bin ich viel unterwegs. Ich hoffe ja so auch immer, dass ich das mal, dass ich irgendwie ja so merke, oh, das hatte ich ja mal irgendwo gesehen und so. Ah. Na gut, aber naja, ich gewinne ja eh. Weiter geht's. Okay. 10. Frage. In welchem Haus lässt Wes Craven 1972 furchtbare Dinge geschehen? Ist es A, The Last House at the Edge of the World? Ist das B, The House of Thad and Usher? Oder C, The House at the Edge of the Park? Oder D, The Last House on the Left? Also vom Gefühl her, also erstmal keine Ahnung. Keine Ahnung. Null Plan. Und ich sage Devidora. Ich auch. Und ein Punkt für beide. Nee, das war Haus, das war so, ja, das war so ein Schnipsel. War so rund irgendwie. So ein Schnipp, ja, rund, genau. Der Titel war rund. Genau, der Titel, das alles andere war so, ja, so konstruiert. Genau, ja, ja, ja. Frage Nummer 11. In welche Rolle verkörperte Lee Van Cleef in dem Film Zwei glorreiche Halunken? Oh, okay, interessant, dass er jetzt dazu kommt. A. Sentenza, B. Tango Man, C. Der Gute oder D. Carol White. Ich habe keine Ahnung, nicht. Geht mir auch so. Warte, ich muss irgendwie mir was überlegen. Sag nochmal die Namen, bräuchte ich. Ich warte auf eine Eingebung. Sentenza, Tango Man, Der Gute oder Carol White. Also spontan sage ich Tango Man. C. Und der Gute. Es gibt wieder keinen Punkt für euch. Aber Raten klappt heute nicht so gut, ey. Mm-mm. Offensichtlich haben wir Ratengift genommen. Ratengift haben wir genommen. 8, 5 steht's. Aber du holst langsam auf. Und du hast noch zumindest eine realistische Chance auszugleichen. Ja, aber er hat noch keinen Punkt geholt, wenn ich keinen geholt habe. Exakt. Das ist der Punkt. Exakt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Der Punkt ist gut. Und wer übernahm die Rolle des Winnetou in den Karl-May-Verfilmungen der 60er Jahre? Mario Adorf, Pierre Lucholsky, Lex Barker oder Pierre Brice? Brice heißt er. Brice. Weißt du es? Das weiß ich natürlich. Du auch. Okay, Pierre Brice natürlich. Und schon wieder ein Punkt für beide. Das war die einfachste Frage bisher. Das war die einfachste Frage. Schade, ich hatte so ein bisschen auf eine popkulturelle Lücke bei dir gehofft, aber das ist bei schon, Winnetou? Ja, das geht nicht. Gell? Da kann man keine Kindheit lief der. Ja, kann man keine Lücke Tag haben. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Wer verbirgt sich hinter der Filmrolle des Willy Winzig? Harald Junke, Loriot? Ich weiß es. Heinz Erhardt oder Heinz Rühmann? Ich habe die geliebt. Wir hatten die damals auf VHS natürlich kopiert aus der Videothek und da gab es immer so einen Song, Grüezi Gott, Frau Stirni, mal in einem der Teile. Und das war immer so als Kind, das ist natürlich Heinz Erhardt und das war großartig. Willy Winzig, Finanzangestellte mit Herz. Wie hießen die Filme alle? Willy wird das Kind schon schaukeln? Das kann doch unseren Willy nicht erschüttern. Das kann unseren Willy nicht erschüttern, geil. Oh. Unser Willy ist der Beste? Ja. Vier oder fünf Filme sind es. Ja. Wir hatten drei davon oder so hatten wir zu Hause. Und die waren so schön, die Filme, ich hab die geliebt. Bruder, Grüße gehen raus, immer Wettbewerb, ob man alle Titel von den Willy-Filmen zusammen. Ja, geil, ja. Okay. Die kriegst du trotzdem nicht zusammen. Oh, die waren so toll, die Filme, ich hab die geliebt. Wirklich, Willy Winzig, und auch diese Story, dass er Finanzbeamter mit Herz ist. Und die Heinz Erd, Leute. Und die Leute dann immer so, der hatte immer Mitleid mit den Leuten und so. Gell? Das war so schön irgendwie. Kennst du das schon gerade? Nee. Du kennst nicht eins eher? Also vielleicht schon, vielleicht stehe ich gerade Lisa, auf dem Lisa der mit so einer großen Hornbrille, so ein Dicker, der immer so Gedichte gemacht hat. Ah, ja, doch. Irgendwas klingelt, ja. Okay. Müsst ihr mir dein Handy vielleicht, muss abheben. Mal schauen. Nee, Lisa, wie alt bist du, um das nochmal zu sagen? Ich bin 21. Du bist 21, du bist 1999 geboren, genau. Ende 99. Ja. Und deswegen, du kennst schon sehr viel. Ich finde, für dein Alter kennst du schon sehr viele Dinge, weil manche in deinem Alter kennen keinen Alf. Ja,
Manche aber Alf in deinem lief Alf noch zu meiner Zeit. Also ich habe als Kind tatsächlich mit meiner Mutter zum Beispiel Alf geschaut. Wirklich? Ja, okay, wirklich. Cool, cool. Also so mit 3 oder 4, ja. Alf ist auch ein, ist einfach so ein geiler, ist einfach großartig. Wobei nach der ersten Staffel es schon sehr nachlässt. Mhm. Die erste Staffel ist super. Ich gucke mir Alf ab und zu an. Ich finde es immer geil. Kommt immer auf die Folgen an. Nostalgiebrille natürlich auch ein bisschen, klar. Also nur der Vollständigkeit halber, die Antworten waren gerade beide korrekt. Hast du auch die Striche gemacht? Ja. Wie viel steht's? 10 zu 7. Frage Nummer 14. Wer spielt die Hauptrolle in dem 1979er Film Mad Max? Ist das A. Gregor Gysi? Ist das B. Mel Gibson? Ist das C. Hannelore Elsner? Oder D. Burt Reynolds? Weißt du's? Ja, klar, hatten wir damals auch auf in unserem VHS-Kopierschrank. Es ist der liebe Mel Gibson. Hast du natürlich auch, gell? Du hast, ich will auch mal eine Frage beantworten, die du nicht beantwortet hast. Und es war wieder korrekt von beiden. Warum hast du nicht angenommen, Gregor Gysi? Das wäre lustig, oder? Das wäre mega lustig. Barbara Edigmann, das dritte? Nee, was war's? Nee, Barbara Edigmann. Hannelore Elsner. Gut, nächste Frage. Wir kommen zur allerletzten Frage tatsächlich. Auf welchen Autor geht die Figur des von Vincent Price verkörperten Waldemar in dem 1961er Film Der grauenvolle Mr. X zurück? Ist ein Klassiker. A. Bram Stoker, B. H.P. Lovecraft, C. Edgar Allan Poe, D. Arthur Conan Doyle. Auf welchen Autor geht diese Figur zurück? Lies nochmal die Autoren vor. Bram Stoker, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle. Ah, interessant. Ich muss nochmal, Bram Stoker ist natürlich bekannt geworden durch Dracula, ist ja klar. Und H.P. Lovecraft. Der verarscht dich eh nur, wenn du das mit ihm sprichst. Ich will wagen. Ich sage H.P. Lovecraft, das ist Blödsinn. Das ist Poe. Oh Mann. Ist es Poe? Ja. Oh. Aber weißt du warum? Warum? Weil ganz viele Poe-Geschichten verfilmt wurden. Ah. Deswegen einfach geraten, weitestgehend. Ja. Aber von dem wurde zu viel verfilmt. Ja, gut geraten, muss man anerkennen. Und geht darauf zurück, die sind, glaube ich, auch, die Geschichten sind so offen, dass man da auch viel draus machen kann. Und damit geht auch der letzte Punkt an Sebastian und wir haben einen Sieger mit 12 Punkten im Gegensatz zu Paddy, der leider nur 8 Punkte holen konnte. Ich glaube, bei der ersten Staffel, da war ich auch meistens vorne. Yep. Schlechte Bilanz für Patrick. Ja. Ganz schlechte Bilanz dabei für den lieben Patrick. Mehr Lebenserfahrung. Ich speichere manche Dinge nicht so ab, weil einfach so viele Informationen, es ist manchmal schwierig. Und hier kann ich auch nicht so viel, aber tolles Quiz, danke nochmal an Daniel und es hat Spaß gemacht und am Anfang dachte ich hole gar keinen Punkt und deswegen bin ich noch verhältnismäßig froh, dass ich am Ende noch guter Lauf. 8 Punkte sind es am Ende, 8 Punkte sind gewesen. Sind mehr als 50%. Genau, immerhin. Fragen. Ich bin froh und sag herzlichen Glückwunsch an Schade, dass mein Lauf nicht so weiterging, das war richtig schön am Anfang. Die Prüfung hättest du bestanden. Na immerhin, da siehst du mal. Knapp über 50. Ja, wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Ne? War ein sehr spezielles Thema für die Film-Freaks unter euch. War super. Hoffentlich war es unterhaltsam, ja. Auch wenn ihr mit dem Thema nicht so viel anfangen könnt. Ich glaube, manche gucken das auch an, weil sie gucken wollen, wie ist unsere Stimmung oder unsere, weißt du, wie so unser Auftreten oder ja, wie geht's ab bei uns. Ja, weil es halt unterhaltsam ist. Ja, genau, unterhaltsam. Das ist unterhaltsam. Genau, aber es ist ja auch eine Inspiration, was man vielleicht mal gucken könnte. Ja. Genau, absolut. Ne? Also auch wenn man es nicht kennt, ist es natürlich und sehr auch sein eigenes Wissen cool, prüfen. Sich das anzugucken. Einfach, ja. Ne? Deswegen, also vielen Dank fürs Einschalten auf Play drücken. Macht's gut und danke an Lisa und Sebastian Kubot. Und jetzt abschalten. Schön, macht's gut. Jetzt abschalten, geil. Okay. Herzlich willkommen zu einem weiteren Quiz-Video mit dem wunderbaren Sebastian und der Lisa, dass ich den Männernamen zuerst sagen, das ist der Emanzipation geschuldet, weil damit müsst ihr klarkommen, weil ihr stark seid, ihr Frauen.
Können wir neu? Ich wollte es noch retten. Ich habe es versehen, seinen ersten Namen. Also mich wird es nicht stören, wenn der Name zuerst kommt. Nee, wunderbar. Das muss ich schon. Das gehört sich. Und die Lisa hat sich uns heute auch aufgedrängt. Das war wirklich ein Versehen. Wir haben das doch eben auch schon mal gedreht. Da habe ich es ja auch korrekt. Du kannst auch gern von mir aus Sebastian zweimal nennen und mich nur einmal. Aber nee, jetzt war halt doch mal richtig. Ich möchte schon wunderbar, das steht bei uns im Vertrag. Aha. Aber der Vertrag ist doch so vertrackt. Oh. Okay. Ist das Mikro an? Ja, natürlich. So, okay, auf geht's.